Der Hans regt sich ganz doll auf, dass der Süßer ihm immer das Essen weg isst, wenn er gerade essen möchte. Obwohl er gar nicht essen will, belegt er es. Immer wenn sich Hans gemütlich hingesetzt hat, um was zu essen, setzt er sich dazu und isst es weg. Egal wie weit ich das Essen wegstelle und egal wie viel Krümel ich dem Hans extra gebe, er mampft es dann weg. Ja, eigentlich sind das beste Freunde, aber wie das so ist, es gibt eben auch Dinge, da macht es Spaß, den anderen ein bisschen zu ärgern. Funktioniert bei Hans gut. Der setzt sich dann auf den Arsch und bellt und beschwert sich. Wenn dann der Chef fertig ist, dann darf er endlich ran. Aber dazu muss er manchmal einfach warten. Es ist auch wichtig, dass in der Gruppe jemand das Sagen hat und ein anderer vielleicht dann einfach warten muss, bis er dran ist. Ist ja genug für alle da. Er ist ja manchmal ein Schlaumi, obwohl er jetzt essen könnte, weil er nämlich längst fertig ist, bellt er das Essen immer noch an. Das ist wie eine Langspielplatte von damals, die sich in einer Spurrille aufgehangen hat. Er ist ein bisschen ausgefallen und manchmal ein bisschen anstrengend.